Ja, meine Lieben, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Teil 4, dem Remake auf der PlayStation 5. Und wir sind hier in der Buchbinderei, sind schon ein bisschen vorangeschritten, hier im Schloss, also ein bisschen was haben wir schon, ja, also nicht so deppert, aber es fehlt noch einiges, da braucht es nicht nachgreifen, das wird nur brutalst. Und ja, dann schauen wir mal, was uns hier alles erwarten tut. Zum einen haben wir da mal, gleich mal ein Schätzlein da oben. Genau, nehme ich ein silberner Cheton, super Sache. Des Weiteren haben wir hier, ja, ich weiß nicht, was da ist, wieder eine, die zweite mittlerweile, ja. Es fängt schon wieder aus, so wie das letzte Mal, ja. Wo wir einen kleinen Schlüssel brauchen, ja. Haben wir auch wieder nicht, müssen wir später zurück. Und des Weiteren haben wir noch einen Schatz, wo ist der? Da. Versteckt in dieser Kiste. Eine extravagante Uhr haben wir da. Na, schaut aber so. Und dann haben wir hier das Rätsel. Wie gesagt, dann fehlt uns hier nur mehr die verschlossene Schublade. Und ihr seht, eine von diesen komischen für Material, keine Ahnung, Keramik oder so, Porzellan oder Stein, keine Ahnung, müssen wir hier einfügen. Und dann müssen wir, na, ich sag's euch gleich. Eine liegt einmal hier, der Lithografiestein B. Drei sind sie insgesamt. Einer ist da. Und zerschlagen wir einfach das Glosel. Das Glosel. Nummer zwei. Und der dritte ist. Wo ist der dritte? Wo war der dritte? Genau. Weil einer ist eh drin. Und jetzt müssen wir die Steine so anbringen, dass das Motiv, was wir da innen sehen, ja, also. Neben dem X jetzt, ja, auch passt. Ich gebe einmal einfach einmal alle eine und dann werden wir sie die dann zurecht rücken. Genau, also, ich muss jetzt einmal, der was jetzt blinkt, der linke, da muss ich einen, da konnte der gleich mal passen. Der konnte gleich mal passen. Hier haben wir dann, das wissen wir noch nicht, was da reinkommt. Jedenfalls oben. Ich drehe ihn einmal um, weil drehen kann man es auch. Ich lege das einmal an. Da unten, das ist eigentlich dann einmal, das könnte ich mal da her setzen. Und nehmen wir das mit. Das muss ein roter sein. Okay, das ist einmal nichts. Was haben wir da? Der könnte da theoretisch passen. Ja? Das ist so ein Sechseck. Der könnte passen und das, da brauchen wir aber jetzt ein rotes Wappen, aber nicht in Sechseckform, sondern in Viereckform. Was haben wir da? Das ist wieder so einer. Gar nicht so leicht, hörst. Das ist dann der. Dann müsste der schon mal passen. Da haben wir, der könnte daher gehen. Und hoffentlich ist da. Ah, das ist wieder der. Ein Sechseck, ein blaues Sechseck. Dann ist der da. Und was haben wir da? Dann ist der. Der könnte da aber auch das auch sein. Weil selbst beim Sechseck sind oben die Linien gerade. Ja, so passt, genau. Ihr habt es mir vorhin kennen. Ich hoffe, ihr habt es so verstanden. Halbwegs. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, verschlossene Schublade. Mal kurz nochmal Revue passieren lassen. Da ist die Schublade. Da fehlt uns der eine Schatz, wo wir erst durchkennen mit ihr. Ja. Und sonst haben wir eigentlich hier mal alles. Da waren wir noch nicht, da kommen wir erst hin. Hier haben wir die zweite verschlossene Schublade und das ist, wo der Quader reingehört. Passt. Passt einmal. Dann geht's hier weiter. Okay, Jo, jetzt nur na, noch war das Rätsel schon finden. da? War das schon da mit den Ratten? Das weiß ich gar nicht. War das schon? Irgendwo? Ah nein, das ist ja später. Müssen wir dann Ratten, drei Ratten töten? Aber das war hier nicht. So, dann wieder was zum Lesen. Bitte lesen. So, dann. I-A-O. Ich zerschlag wieder mal, weil es kann.
So. Na klasse. Habt ihr es gesehen? Da ist was vorbeigehuscht. Was Neues. Was Neues. Und hier haben wir einen kleinen Schlüssel. Den habe ich mir gemerkt. Ich habe es gewusst, darum habe ich nichts gesagt. Und mit dem werden wir jetzt gleich einmal zurückgehen. Und dann gleich einmal hier diese eine Schublade öffnen. Dann bleibt es bei nur einer, die was uns dann noch fehlt, momentan im Audienzsaal. Dann haben wir die schon mal erledigt. Brauchen wir uns um den nicht mehr kümmern. Und wir bekommen eine Taschenuhr. Okay, super, dann haben wir das einmal. Wie gesagt, da ist die zweite. Da ist die zweite dann. Mit einem kleinen Schlüssel. Okay. Okay, obey. Passt. Dann, ja, apropos, da ist jetzt gerade was vorbeigehuscht. Ja, das ist was nicht Schönes, was da vorbeigehuscht ist. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was das ist. Und jetzt muss ich schnell sein. Jetzt muss ich schnell sein. Dieser Gewicht. Schaut euch das an, was da passiert. Himmel. Habt ihr es gesehen? Und wenn man mit der Pistole nur auf ihn schießt, ist er tot. Aber die Spinne, die was da mehr oder weniger der Wirt, den Wirt da beglückt, die lebt weiter. Also man muss die dann separat killen. Ja? Ganz brutal. So, sonst haben wir da eigentlich dabei eh nixe. Dann können wir eh schon oben. Ja, ja, es passt. Glaube ich gut. Das passt gut bis jetzt. Ah, die Arbeit ruft. Und wir sind schon beim nächsten Händler. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware. Ob ich eigentlich da konnte gleich das A. Aber was ich schon klumpert wieder habe. Ja, da muss ich, da füge ich dann noch was ein. Danke. Bitte. Bitte, bitte. Könnte aber. Das mache ich aber schnell, wenn ich schon dabei bin. So, da haben wir einen Runden und einen Eckerten. Der Runde ins Runde, das Eckerte ins Eckerte. Dann haben wir drei Eckerte. Ach gut, dass ich so viel Dinge noch habe. Ach so, da habe ich gesagt. Ja, und jetzt sage ich was. Das ist zwar der teuerste, der beste, der rote, ja, aber jetzt gebe ich das Dreier-Set ein. Ich habe 47.600. 47.600 und wenn ich jetzt lauter verschiedene nehme, habe ich 35.100. Okay, da ist dann doch so, dass das mehr zählt, wenn ich drei gleiche gebe. Interessant, aber ja. Und das ist dann das Maximum, doch. Und ich habe jetzt geglaubt, der Trio. Ups. Ich habe geglaubt. Seht, weil Farben, unterschiedliche Farben zählen nur mehr als gleiche. Aber bei 3 ist es nicht so. Schaut, bei 3. Das ist dann erst oben, beim Quintett und beim Quartett. Du und Trio, okay, zählt mehr als lauter gleiche. Und beim letzten, bei 5, da ist dann schon so, wie ich geglaubt habe. Lauter verschiedene zählen mehr als lauter gleiche. Aber beim Trio, bei den 3, zählen gleiche mehr wie unterschiedliche. Okay, das habe ich jetzt verwirrt. Bei 5 ist schon so, dass lauter verschiedene mehr zählen. Okay, na so passt. Dann haben wir das auch gesehen. Also da muss ich noch was einfügen. Also da muss ich die. Da, so muss ich. Haben wir gesagt so. 2. Also da sind nur 2. Ja, dann passt so. Warte, ich schaue noch 17.600. Und waren jetzt 2 gleiche eingegabert. 22.800. Obwohl, ist ja wurscht. Okay, na passt. Schaut euch das an. Und verkaufen wir das auch noch.
Schaut sich das an. Schon wieder 97.000. Dafür na gut. Lass ich ein, stirb mir da draußen nicht weg. Na, na, macht er keine Sorgen. Macht er keine Sorgen. So. 10 Minuten. Hammer. Und jetzt werdet ihr euch denken, wieso komme ich da nicht raus? Wieso komme ich da nicht raus? Ganz einfach, weil ich muss das zerschlagen. Ganz simpel, gell? Sie meinte, eintreffen mit dir reicht ihr. Ich war die vornehme Zurückhaltung sowieso langsam leidig. Lassen Sie uns das Spiel der Sarah an der Spiel. So, die haben wir alle gekillt, Domen. Ah, wir bekommen Besuch. Ja, man kriegt so gleich so eine Dreier-Salve einfetzen, ne, da. Da gehen wir auf Nummer sicher. Gut, oh, jetzt kommt der Schaß. Jetzt kommt der Schaß. Das mag ich überhaupt nicht. Boah, das ist ein Dreck. Denn da habe ich auch lange überlegt und braucht, wie ich da zu diesen ganzen Schätze komme. Ja? Das ist teilweise oben, unten, also extrem schwer zu finden. Und des Weiteren haben wir hier die 8. Castellan Aufziehpuppe. Irgendwo da auch versteckt. Die holen wir uns auch da gleich dann wo. Jetzt muss ich kurz einmal schauen. Das ist nämlich so, wenn man hier umschaltet. Warte, aber da kommen Gegner, gell? Wenn man hier umschaltet, geht ein Gitter zu. Und da haben wir jetzt schon diese komischen, schieren, hässlichen Spinnen. Weil, schaut sich die an. Schaut sich die an. Weil, die sind sowas grauslich. Und war gut, war gut. Und jetzt könnte ich hier dann rein. Und wenn ich umschalte unten, war da das Tier zu. Also das Sonnensymbol wäre dann zu. Und der Mond war offen. Also gerade verkehrt. Ne? Seht's? Und ich bin jetzt von der anderen Seite hier rein. Sonst hätte ich umschalten müssen. Dann war das Tier aufgegangen und das obere zu. Ja? Es ist immer gerade verkehrt, es switcht und schaltet immer hin und her. So, ich muss jetzt schauen, dass ich nichts verpasse. Das ist unten und das ist dann oben. Jo. Das ist einmal unten irgendwo. Ah, das, ich hasse das so, da habe ich auch lang gebraucht. Das ist so dämlich. Verwirrend. Boah. Okay, der. Okay, jetzt ist er durchgegangen. Gut. Wow, da steht einer hinter mir. Wow, der hat mich geschreckt. Der ist durch mich durchgegangen. Der ist durch mich durch. So, jetzt komme ich da wieder nicht durch, weil da brauche ich noch einen Mond, dass sich das öffnet. Das ist das, ich hasse das so viel. Das heißt für mich, ich muss da einmal durch und gehe da hinten zurück. Ah, das ist so grauslich. Das ist so grauslich. Boah. Aber ich verschaffe mir den Weg. Ich verschaffe mir einen Weg. So, da war nichts. Da hinten war, glaube ich, was zum Umstellen. Genau da. So, jetzt schalten wir um auf den Mond. Auf den Mond. Jetzt komme ich da auch durch. Und komme da auf. Zu dem Schatz muss ich da hin. Bin ich da überhaupt, jetzt bin ich falsch, oder? Jetzt bin ich genau über ihm. Das ist auch gleich, das ist nicht leicht. Warte mal, wie da überhaupt oben? Da komme ich nicht. Ja, da habe ich immer noch lang gebraucht bei dem Dreck da. Da hätte ich glaube umschalten müssen jetzt. Oder bin ich da jetzt eh schon richtig? Ich glaube, ich bin eh schon richtig und da muss ich noch ums Eck. Ja, genau. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, schneller gefunden als ich dachte.
Eine kunstvolle Halskette. Ganz hübsch. Dann da auf ist es eh, Moment, überleg gerade. Bin ich da? Ja, jetzt bin ich da. Dann muss ich da raus. Und ich glaube, ich bin eh schon da, oder? Bin ich schon da? Ich glaube. Okay. Die sind so schnell und wendig und flink. Aha, was ist mit dir? So. Da ist so viel. Und so. So. So, da will ich eh noch nicht eine. Ich überlege nur. Komme ich da von oben rein? Ich glaube, bin ich da schon richtig? Ich glaube schon. Dann nehme ich der nächste große. Und das ist nämlich jetzt auch, ich stopp mal kurz, hier muss man auch einen Weg suchen, bis man zu einem Katapult kommt. Und das ist ein weiter Weg. Ja? Ich, weil ich einen Raketenwerfer habe, kann das gleich von hier aus machen. Und das ist auch der Vorteil. Es geht sonst nicht. Seht's? Mit dem Raketenwerfer funktioniert das jetzt schon. Und das ist ganz toll, denn jetzt habe ich Ruhe von ihm. Sonst wird die ganze Zeit schikaniert und penetriert. Da ist der Hauptweg. Da will ich aber noch nicht. Ja? Wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Denn da vorne ist noch ein Schatz. Ja? Und wenn es kein Hauptweg weitergeht, verpasst den. Ja? Drum gehen wir jetzt in diese Richtung. Und gehen da auf diesen Flakturm drauf. Ich sag mal Flakturm. Ist ja beinahe schon ein Flakturm. Ein altmodischer Flakturm. Ja? Das sind ja keine Maschinengewehre, Raketen, Dingsbums auf modern halt, sondern einfach irgendwelche Katapulte. Und ihr seht, hier haben wir das nächste Schatzerl. Und da habe ich auch lang gebraucht, bis ich den gefunden habe. Ein Smaragd, genau. Dann haben wir das auch erledigt. Und des Weiteren, jetzt muss ich überlegen, wo der Ding war. Da muss ich kurz nachschauen. Der Kastellaner, der Herr Kastellan. Bin ich da nicht eh schon am richtigen Turm? Da war ich eh am richtigen Turm. Aber nur wo das genau ist, ist das da mit den Sandsäcke? Ist das eh da? War das eh da? Da sind keine Sandsäcke. Da muss ich noch schnell weiter suchen. Dann war das da hinten. Da war es, oder? Da war es, genau. Hier steht er. Hier. Der nächste Kastellan, Nummer 8, glaube ich mittlerweile. Moment, ich schaue nochmal. Ja, der 8. war es. Genau, Nummer 8, hier. Da seht ihr es wieder ganz gut stehen, ja. So schauen die aus, die Sockel. Und da steht dann das Maxal drauf, ja. Hier bitte abschießen. Kastellan Nummer 8. Und dann schaue ich gleich, wo der 9. ist. Der ist dann erst ein bisschen später. Ah, da hinten. Ja, alles klar, das ist dann da. Gut, so viel weiter dann auch nicht. Ah, bei dem Schaß dann, also gut. Okay, dann haben wir das einmal. Können wir wieder zurückgehen, denn das ist eigentlich auch nur eine Art Sackgasse. Sackgassenbereich. Und da können wir, da waren wir vorher. Seht, aber nur sind wir da nicht durchgekommen. Jetzt können wir von dieser Seite aufmachen und dann wären wir wieder in dem Bereich, wo wir vorher gerade waren. Ja? Können wir da wieder runter. Weißt? Und jetzt haben wir nur da den Shortcut freigeschaltet. Und wir sind da die Leiter raufgekommen. Ja? Jo, dann, wir kommen da jetzt wieder zurück. Achso, ja, überlege ich gerade, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Achso, da. Mist, muss ja sein. Muss ja sein. So, dann geht es immer munter weiter. Wir müssen jetzt da runter. Wieder, glaube ich, oder? Ah, nein, rauf, oder? Nein, ich bin so dämlich. Eh rauf müssen wir. Eh rauf. Da. Freilich. Nur sind wir vorhin in die andere Richtung gegangen, ja.
Und da haben wir den Oger oder den Riesentroll da gerade gekillt. Wir sind da jetzt umgegangen zum Schatz. Und jetzt geht es den Hauptweg so runter. So war es genau. Sehr schön angezeichnet, ne? Sehr nicht zum Übersehen. Genau. Jawohl, Frau Krohe. Und sich zu. Wow! Warte, das schreckt mich. Normal müsste man sonst. Normal. Hörst du, Freak? Normal müsste man sonst sich immer hier verstecken bei den ganzen Geschütze da. Schutz suchen, ja? Und man wird dauernd unter Beschuss von dem Freak, ne? Und so ist halt das eine tolle Sache, wenn man eine Ruhe hat, ja, beim Spielen. So, da ist jetzt dann gleich der nächste Schatz, allerdings ist der unter uns. Wir werden uns gleich mal diesen zwei Gegnern da entledigen. Zum einen und zum... Ah, der hat nicht gleich mitgenommen. Passt, dann werden wir da mal oben springen. In diese Ebene. Also Gegner sind da schon überall, Wahnsinn. Sehr viele, sehr viele. So, hier ist noch nicht. Ist, glaube ich, nur eine Etage tiefer. Dann schalten wir da mal um. Und jetzt gehen wir da runter und ganz runter. Hey, komm runter da. Komm runter da. Oder bleib oben. Wurscht. So. Dann gehen wir da und hier haben wir, glaube ich, haben wir nicht hier den Schatz? Ah, da ist er. Da ist er. Ein Rubinchen. Passt, dann haben wir das auch erledigt. Und sonst war da eh nichts mehr. Dann gehen wir wieder. Man, da habe ich das letzte Mal die Leiter gesucht. Ich bin im Gras gerannt und habe die Leiter. Wie komme ich da wieder rauf? Da war es da die Leiter. Ne? Also ich war sowas von Schasaugert. Das war schlimm damals. Einst. So, und hier sehen wir es schon stehen. Eine Kanone. Ja. Hoffe, und, sie schießt auch. Ja. Und die habe ich dann gebraucht für den Troll eben, ja. Aber dadurch, ich den schon getötet habe, bräuchte ich das eigentlich gar nicht mehr. Ja. Oder? Oh ja, brauche ich schon. Brauche ich schon, weil ich muss das Ding dann auch zerschießen, wieder das Tor. Also ich brauche es trotzdem, glaube ich. Und dann haben wir hier den nächsten verschlossenen Schatz. Wieder einer. Ja. Jetzt haben wir schon zwei wieder, oder? Wo wir einen kleinen Schlüssel brauchen. Also der da einmal. Und der zweite war... Das war das. Und der zweite war dann da, ja. Der war da. Ach Gott, dann bauen wir schon wieder zwei. Der war nämlich da hinten wo versteckt. Da, in dieser... Da. Genau. Ach ja. So, war da auch noch was? Achso, von dort sind wir gekommen. So. Falsch. Ich gehe immer falsch. Über die Leiter rauf. Da müssen wir rauf. Genau. Und dann der nächste wieder einmal eine Etage höher bringen. Jetzt bringen wir es wieder eine rauf und wir sind oben. Genau, und jetzt könnten wir theoretisch. Und los! Wär der Troll noch da, hätten wir ihm da jetzt ausschießen können, ja. Und des Weiteren müssen wir. War das hier? Nämlich hier. Das Tor zerschießen. Und das schafft unser Raketenwerfer nicht, ja. Drum müssen wir die sehr wohl nach oben bringen. Müssen wir die Kanone doch sehr wohl nach oben bringen. Jo, wie gesagt, das holen wir sie down. Diese verschlossene Schublade. Einmal runter. Da können wir das gleich da, aber das können wir von unten auch machen, ist ja gar nicht wurscht. Das ist nur, dass das Tor da jetzt auch aufgeht. Weil dann können wir gleich von da dann rein. Und können wir gleich hier ums Eck. Und da ist dann diese versperrte Schublade. Da haben wir dann nicht so weit her. So. Da möchte ich da ein bisschen das Arschalau hatzen. Brav. Brav, Sterbzolle. Brav. Das lobe ich mir. So.
mich so geschreckt das letzte Mal, beim ersten Mal vor allem. Denn er hat noch überlebt gehabt, kurze Zeit, ja, dieser Troll. Ich hatte genug für heute. Aber jetzt ist er endgültig tot. Jetzt ist vorbei mit ihm. So, jetzt sind wir da in dem, ja, alles klar, ach Gott. Wir haben schon wieder 25 Minuten. Es geht Schlag auf Schlag. Da ist nix. Ich muss überall schauen, ob da nicht irgendwo ein so blöder, saublöder Schlüssel ist. Wirklich, das ist ein Wahnsinn. Ah, jetzt kommen wir dann in den blöden Bereich da, ich hasse ihn auch. Mag ich auch überhaupt nicht, das ist Labyrinth. Wo bist du? Dieses Heckenlabyrinth. So, hier haben wir mal einen Schatz. Ein goldener Cheton wieder, ganz super. Und machen hier auf. Weil die sabbert vorher, habt ihr gesehen? Nicht mehr. Ich tu dir nur wieder weh. Ich hab solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Und ein weiteres Kapitel ist beendet. Und wir schauen einmal. 77,8%. Ja, halbe Stunde. Guter Schnitt. Guter Schnitt. Sag ich einmal. Dann werden wir gleich wieder anspeichern. Jo. Gut. Passt. Okidoki. Und dann haben wir 28 Minuten. Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Du Freak. Okay, na sehr gut. Unglaublich, der Typ. Kapitel 9 haben wir schon. Ich kann ihn doch nicht lassen, oder? Jo, das nächste Mal, Leute, spielen wir hier weiter. Wir müssen zum Ballsaal gelangen, das ist dann unsere nächste große Aufgabe. Allerdings haben wir vorher den Burghof noch und der ist auch geschissen. Ich sage euch, was für sie ist, der ist geschissen. Und das werden wir da mal. Es ist nur so viel dann. Es ist nur. Okay, wurscht. egal. Nächstes Mal geht es dann hier munter weiter mit mir, Ashley und dem Raketenwerfer. Also dann Papa, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil Teil 4, dem Remake auf der PlayStation 5. Ciao, bis zum nächsten Mal.